Hi, ihr lieben Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir haben letztes Mal, ja, den Ausgang aus der Mine gefunden, haben hier vor Condor gespielt. Es ist so toll. Diese ganzen Minigames, die einfach mal hier verbaut sind, es ist echt spaßig. Und jetzt muss ich ganz außen rum hier wahrscheinlich, um an den nächsten Turm zu kommen. Oh, warte. Ah, da geht's runter. Da muss ich ja doch nicht ganz außen rum, wie gut. Guck mal, der läuft einfach mal... Okay. Kann der. Lieber kleiner Chocobo. Weil ich habe schon gehört, ich muss jetzt hier ganz außen rum, um dorthin zu kommen, an den Turm. Aber es geht wohl auch so irgendwie. Ja. Guck mal, der sprintet halt einfach, slidet die Wand darunter, der Felsenkletterer. Liebe Bell. Oh, das wäre eine Eule. Wo fliegst du denn hin? Da runter? Nee. Vielleicht hier? Nee. Können wir echt schwimmen mit den... Wow, die können auch schwimmen, die Chocobos. Das ist ja der Wahnsinn. Ist da was auf der Insel? Ich komm da. Alles gut. Flieg vor. Das ist so toll, Leute. So, mal sehen. Was gibt's denn hier? Der Lebensstrom sprudelt hier richtig. Ah. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Alter, guck mal, was hier alles los ist. So. Jetzt scannen wir den Spaß mal. Wow. 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 Nice. Die Republik Junon, neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Und Chadley? Was zu sagen? Nö. Ich glaube, ich komme am besten hier zum Turm, ha? Das Wasser ist so klar einfach. Jetzt bis auf den Boden gucken. Hammer. Aber ich schätze mal, erst da die Industrie weg ist hier, ha? Huh? Läuft der nicht rauf? Ihr seid doch Felsenkletterer. Oh, so süß. Nadel des Planeten, haben wir sie doch. Ah, oh, Entschuldigung. Nur der gesunde Husten. Da. Noch mehr Gnade, fein. Da ist der Turm, aber was ist hier? Bitte. Ja. Oh. Wrack des Transportschiffs. Na komm, aber das mal zuerst. Wir sind wieder am Abräumen hier. Nummer 1. Super Spray. Dann was? Nee.
jetzt mal hier rauf. Handgranate. Oh, die müsste ich auch mal nutzen, fällt mir gerade ein. Also diese Anzüge, die waren damit ganz gut unterwegs, leider. Oh mein Gott. Sorry. Ich bin auch viel am Quatschen den ganzen Tag. Emblem der Erlösung. Schauen wir mal. Ah. Nee. Emblem der Erlösung. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25% oder mehr liegt. Nee, das ist... Nee. Nee. Ah, ah, ah. Ja. Der Super Trunk. Können wir jetzt. Oh. Gnade des Planeten fehlt mir jetzt. Was ist denn hier so ein Symbol da dran? Ich verstehe das nicht. Hier haben wir alle. Reif der vollen Kraft. Ja, haben wir bald. Noch ein Rezept. Was? Einfach alles durch Vorbeilaufen abräumen hier. Sehr gut. Meine liebe Belle wartet gleich auf mich. Oh, das wird ein Baby. Schoko-Baby. Na, wo ist es denn? Wo ist der Punkt? Ich sehe es gerade nicht. Oha. Wo ist er denn? Kleiner wollte mich doch gerade hinführen, aber ich sehe hier nichts. Weiter oben. Alter, was ist das für ein Vieh? Auf Nummer. Ein Zemzelett, das ist eiswirksam. Und das andere. Ah. Tornado-Uhr. Luft. Kurzattacke. Tja. Ah. Und tschüss! Los geht's! Jetzt oder nie! Erstarre! Und tschüss! So. Volle Kraft! Ausgezeichnet! Tosender Wind! Das war's! Und tschüss! Ich bin zu. Los, los, nicht mit mir! Alter, übernimm du. Überlass das mir! Wieso? Wow, das macht 500. Oh. Übernimm du an die Arbeit. Fliege! Das war Aerith in Ruhe. Nimm das! Nee, komm. Chakra? Ja. Entscheiden, der ist weg. Sei vorsichtig. Der ist gefährlich. Na? Zack, nimm das. Das war's dann wohl. Ungeheuer Haut. War das jetzt so ein Team aus Gegnern oder war das einfach so random Gegner, die auch jetzt wieder auftauchen? Gibt's ja manchmal, dass Gegner so wie Quetzalcoatl, dass die halt einen Namen haben und dann auch nur einzigartig auftauchen und dann, naja.
Gegner haben ja manchmal sehr komische Namen, muss man sagen. Warum kommt ihr eigentlich alle mit hoch? Wisst ihr doch gar nicht. Ich komme da eh gleich wieder runter. Yeah. Papau. Es gibt doch ganz schön viele Türme hier. Ui. Abgeschlossen. Ja, aber gefühlt gibt es hier weniger als im Grasland bisher. Nicht mal mit den Füßen, er hält sich einfach nur mit den Händen daran fest. Oh, ist der Kleine wieder. Willkommen. Ich sehe es leider echt nicht. Kleiner, wo geht's hin? Ach da. Aber wir hätten schon viel mehr Federn übrigens. Gnade des Planeten und Segen. So, lass mal gucken. Wir gehen jetzt zum Turm runter, aber wir machen noch den Kampf mit dazu. Die Jagd. Oh. Es riecht nach Ungeheuern. Dass sie nicht losfliegen gegen... Okay. Seltene Sonnenselett-Spezies identifiziert. Es muss also sein. Der sehr intelligente Sonnenselett wird auch als Gelehrter der Lüfte bezeichnet. Das war Eis, ne? Es hagelt! ...vom Windheim, um seine Beute geschickt zu jagen. Die Federn der Sonnenselett sind sehr robust, dass sie sein Alters her in der Handwerkskunst... Eiskalt! Ja! Es wird kalt! Dann übernimm! Bin ich jetzt drin? Das schöne Gefieder verleitet nämlich schnell zur Unaufmerksamkeit. Fantastischer Kampfstil! Wechsel! Überlass das mir! Ja, es muss gelaufen. Heftig. Bist du bereit? Bravo! Wir haben noch 36 Sekunden. Lass mich mal. Ja. Überlass das mir. Anderes erwartet. Flieg! Jetzt erst recht. Ihr macht das großartig! Verdammt! Über meine Grenze! Ja, genau so! Los geht's! Ah. Los!
Naja. Die restlichen Zielvorgaben können wir auch später noch machen. Das war scheiße. Von halber Woche nicht losfliegen lassen, na toll. Ist schon nicht leicht. Der Quatsch. Nach oben. Oh, hier kann ich klettern. Guck's dir mal an. Das Vieh klettert die blanke Wand hoch. Krass. Zack, zack. Das finde ich auch komisch. Die glatte Wand kommt so hoch, aber so eine... Ja, sehr... Strukturierte Wand kommt es nicht hoch. Ist aber ein bisschen krass, wenn man überall rumklettern könnte. Oh, nicht schon wieder. Volle Konzentration. Aua. Ich könnte selber, was ich kann. Nicht übertreiben. Ich bin los. Oh nein, Cloud ist gleich tot. Oh nein. Ich kann dich retten. Das ist meine Phönixfeder. Nix damit liegen bleiben. Das tut weh. Dein Einsatz. Da muss ich jetzt durch. Cloud ist auch tot. Das tut weh. Bin ich doch also, sag mal. So schwach. Ich muss etwas unternehmen. Noch bin ich am Leben. Das gibt's doch gar nicht. Ja, alte Knappe. Ich muss mich erst beheilen. Kein Risiko eingehen. Zack. Kein Problem. Alter, die macht mich einfach nass, ne? Ich darf hier nicht verlieren. Ja! All die Opfer umsonst. Ey. Alles meine Schuld. Die hauen mich aber auch einfach weg, diese Mistviecher. Ab Kampf beginnt erneut. Ja, ja, komm. Das gibt's doch gar nicht. Diese scheiß Vögel. Und ich bin ja schon am Blocken und Ausweichen, was geht, aber trotzdem... Wir könnten eine Spritztour zum Turm machen, aus dem Weg. Oder? Alter, hör mal auf jetzt! Komm schon! Kleinigkeit! Und Aerith, greif mal ein bisschen schneller an, bitte! Au. Ist das alles? Das ist der dumme Vogel. So. Hey, das ist so kacke mit diesen Viechern. Lass mich mal. Muss das beenden. Das reicht jetzt aber. Tut mir leid. Ja.
Tja! 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 Los! Ja. Bringen wir es hinter uns! Schluss jetzt! Jetzt reicht's mir! Jetzt wird abgerechnet! Taxi. Was? 500! Nicht gut. Flieg! Volle Kraft! Ja, gute Arbeit! Du Arschvieh, ey. Ohne Scheiß. Das gibt's doch gar nicht. Da hauen die mich einfach so weg, diese dummen Vögel. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen mehr Verteidigung hier. So. Kommen wir mal rein. Ich glaube, ich bin vielleicht auch ein bisschen unterlevelt, wenn ich mir das so angucke. Okay. Ich frage mich aber so ein bisschen, warum gibt es eigentlich diese Bänke, wenn ich doch eh überall schnell hinreisen kann, wo ich was aufgedeckt habe. Ja, bitte. So ein Faltkissen, weißt du? Und das sitzt da auch direkt mit einem Mal komplett durch, übrigens. So. Loveless. Na, ich wollte Chocobos ist sicher unten gegangen. Egal. Die Gegner respawnen ja hier zum Glück nicht so schnell. Lalalala. Oh. Schnuppern. Sehr gut. Ach, das liegt da unten. Und? Was Gutes? Smaragd. Die Häschen. Das sind überall die Häschen, ne? Da haben die auch was versteckt. Aber man muss auch beim Vorbeireiten sagen, kann man gar nicht drauf achten, was da jetzt gerade auf dem Boden rumhüpft. Oha. Was für Viecher. Och nein, nicht schon wieder diese Kackvögel, Alter. Die war eisgut, ne? Kein Problem. Oh, na, los geht's. Das war's. Es hagelt. Nimm das. Erstarre. Ja. Eiskalt. Es hagelt. Es ist jetzt gerade ernsthaft an der Leiter hängen geblieben. Ja. Es wird kalt. Los! Eiskalt! Der Feind ist geschwächt. Ja. Erstarre! Es hagelt! Das ist vollbracht! So sieht's aus. Die sind nicht so schwer, diese anderen sind richtig krass, die Vögel. Die machen wir. Boah, das macht mir echt Kopf zu brechen. Okay. Bisschen umständlich. Warum baut man sowas? Hey. Was denn noch, bitte? Ich
Wisst ihr, wenn ihr unten warten würdet, dann wäre das viel cooler für euch. Ich sag's ja nur. Oh, daneben ist eine Mokri-Hütte. Der Pilz. Ach stimmt ja, das Symbol ist die Mokri-Hütte. Okay. I see. Yeah. So, auf jeden Fall will ich dieses Mal noch den... Oh, den... Was ist das denn? Den Titan will ich mir noch holen. Als Esper. Ja, du bist auch schon wieder da. Komm ich gleich dazu. Beistand. Unannehmbare Festung. Wie das wohl ist, in so einem Pilzhaus zu wohnen? Stimmt, total cool. Das sieht schon so schnucklig aus. Na klar. Bitte bring meine Kinder zurück, Kupo. Schabernack Stufe 2. Ich. Oh, Menno! Kupo-Popo! Ha! Oha! Kupo-Popo! Das ist viel einfacher mit den Wirbelstürmen. Hilf mir, komm, 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 komm. Wie süß. Doch. Oh, oh. Nicht, komm, 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 komm. Mosch. Ah, du bist ja auf der anderen Seite. Ey, nicht dahin. Oh nein. Stimmt's genau. Oh, du gehst genau dahin, wo ich nicht hin muss. Eigentlich ist er total dämlich, weil wenn er im Wasser bleibt oder über Wasser bleiben würde, würde ich ihn gar nicht erwischen. Schabernack Stufe 2 vorbei. Vielen Dank, Kupo! Wow. Freche Kinder. Total niedlich. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt hoch ins Grasland wieder kann, übrigens. Du hast mir sehr geholfen, Kupo. Distributionsrang Stufe 2. Ich freue mich, dass ich den Laden der Mokri Smuck und Muck weiterführen kann, Kupo. Hab vielen Dank, Kupo. Hier drüben! Kupo! So. Hereinspaziert, Kupo. Süß. Was hast du denn? Äther, Rubin? Ja, das wollte ich mir nicht. Das ist alles Quatsch. TP-Boost. Präzise Abwehr. Hier, genau die. Das ist Mysterium des Planeten 2 für Aerith. Das ist für Tifa, ne? Ja. Cloud. Und das ist... Okay, es gibt nichts für Barret. Hm. Macht immobilisierende Angriffe blockbar. Okay. Ja. 10 WP für Tifa. Ich freue mich aufs Leben. Kupo! So. Ah ne, nicht Synthese. Was hat er denn eigentlich gerade?
Das Halsband. Achso, das gibt immer 10. PP-Boost. Jo. Sie hat nur ein Ohrring. Was macht der Ohrring? Erhöht Magie. Vitalität, Stärke. Verliert den erlittenen Schaden, wenn der Gegner. Ah, wenn sie nicht aktiv gesteuert wird. Das ist gut. Macht die Chocobo-Feder. Schnelligkeit um 10. Ja. Das hat eher die Stärke um 5 wird erhöht. Das können wir auch so lassen. Er hat auch den Kraftreif. Ja, wir lassen es mal so. Komm. Alles gut. So, lass mich doch mal gucken. Kann ich jetzt zurückkehren? Einfach so? Geht das? Nee. Krass, ich kann da nicht einfach mal schnell hinreisen. Ich meine, es macht ja auch Sinn, aber nicht, dass ich das ganze Zeug jetzt hier verpasst habe. Dann gehen wir mal zurück zur Farm und holen uns mal Titan, würde ich sagen. Mit Chadleys Hilfe. Und ich wechsle erst nochmal zu der anderen Rüstung. Voll geil. So. Ich kann es umfärben noch. Das ist ja gut. Passt auch besser zu dieser Skorpionsrüstung. Aber warte, ich werde erst nochmal ganz kurz rasten. Also angeschlagen möchte ich jetzt nicht in den Kampf gehen. Vielleicht muss ich den ja auch allein bestreiten, das wäre auch eine Möglichkeit. Willkommen auf Junons Chocobo Farm. Stell dir vor, Cloud, die Chocobos bekommen hier spezielles Futter. Es werden Algen und zermalmte Fischgräten untergemischt. Yummy. Etwas anderes hätte ich in Junon auch nicht erwartet. Sehr lecker. Oh, Materiaentwicklung, was ist das denn? MP-Einsparung? Gewitter und Luft? Oh, das ist geil. Was habe ich denn? 100? Meister der Gegenstände. Oh, wenn der Einsatz ohne den Verbrauch von ATB-Einheiten möglich ist, leuchtet Gegenstände im Kommandomenü auf. Aha. Noch dreimal bis zur Wiederaufladung. ATB-Schock. Geringer ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Okay, das ist gut. So, Kampfsimulator. Mal gucken, ob ich Titan schaffe. Esper Titan. Ja, der ist halt noch ein bisschen schwerer, aber wir versuchen es mal. Schwächenstufe 3. Bei erfolgreichen Abschluss eines Esper-Kampfs im Kampfsimulator erhältst du die Beschwörermateria der besiegten Esper. Falls der Schwierigkeitsgrad sich als zu hoch herausstellen sollte, hast du die Möglichkeit, die Esper-Kristalle jeder Region zu analysieren und die Esper im Kampfsimulator auf diese Weise zu schwächen. Das sieht echt fies aus, ne? Ah krass, ich kann halt auch gegen die stärkste Esper antreten. Ich überlege gerade, ich nehme auf jeden Fall. Da komme ich immer die Mädels. Die Mädel-Crew. Cloud ist ja auch so sehr androgyn. Alter. Runde 1. Bin mal so frei. Wind ist wirksam, okay. Und diese. Ja, eine Nachbildung einer schier unverwüstlichen Esper in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation eines Riesen, der Erdbeben verursacht und ganze Kontinente erschaffen kann. Das heißt, so seien auch die Graslande entstanden. Um diesen Riesen schockanfällig zu machen, kannst du entweder seine elementare Schwäche ausnutzen oder kontern, nachdem du eine bestimmte Technik geblockt hast. Oha. Block doch, Alter. Ich drück die ganze Zeit blocken, ne? Ja.
Ist das alles? Wahrscheinlich kann man nicht blocken, während er gerade in der Angriffskette ist. Und weiter. Genug. Sturmwarnung! Was? Alles im Griff. Warte mal. Übernimm du. Es geht los. Und? Ja. Was, wer von euch hat Aero? Aerith hat Aero? Nee, doch, sie hat Aero. Es wird stürmisch. Na? Jetzt kommt was. Oh nein. Bin ich jetzt drin? Arbeiten wir im Team? Ich mach das. Verzieh dich! Wo geht's? Ja. Wie, ich kann keine Gegenstände nutzen? Geht's noch? Dann übernimm. Lass mich mal. Oh nein. An die Arbeit. Komm nicht wieder vor. Yes. Geklappt. Flieg. Scheiße. Ja. Ne Lücke. Viel Erfolg. Beenden wir es immer weiter so. Hier bin ich. Das war's dann. Nimm das! Eine Auffrischung! Oh nein! Los! Na, Shiva nicht, Amo. Halt dich nicht zurück! Ja! Spiralsprung.
Blütensturm. Ja. Das war's. Wirbellaser. Nicht übertreiben. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Los geht's. Überlass das ruhig mir. Ja, Jonschlag. Bravo. Jetzt erst recht. Oh nein, Geier Zord. Verzieh dich! Es ist vorbei! Das hört sich kacke an. Alter. Ja, ist klar. Dann übernimm. Viel Erfolg. Ich leg los. Nicht gut. Los geht's. Ich glaub, das war's. Alter, lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Ich bring das zu Ende. Das schaffe ich nicht, Leute. Das ist viel zu krass gerade. Darf nicht. Jetzt liegt es an mir. Einfach mal Gaias Zorn und das zerstört mein Leben. Nee, das schaffe ich eh nicht mehr. Kannst vergessen. Glaub nicht, du entkommst mir. Das darf einfach nicht sein. Soll es wirklich so zu Ende gehen? Das ist abartig. Was gibt's denn da für eine Technik, dass man ihn besiegt? Ich kann nicht mal Gegenstände nutzen. Ja, nee, vergiss es. Versuche ich nicht nochmal. Wie soll man ihn auf der höchsten Stufe denn schaffen, sag mal, ohne ihn zu schwächen, so ein bisschen? Was haben wir hier? Toxirate, Ausdauer, Erstschlag, Ausdauer. Okay, den Feind. Feindtechnik, Schalwe. Okay, nee, das. Nee, also das ist mir jeder zu hart. Hat mal einen schlechten Tag. Halt die Schnauze, Chadley. Sag mal, Cloud. Halt dein Maul. Ich will jetzt nichts hören. Bin sauer, weil der Kampf so scheiße war. Ja, komm, wir machen noch die Jagd. Was soll's. Ich dachte, ich mach das jetzt mal eben, ne? So, komm, wir gehen jetzt mal hin. Holst den Titan. Und dann macht er diesen Scheiß mit Zorn der Gaia. Und war's das. Das ist übel. Das war ja nicht mal blockbar. Das hat einfach fett Schaden reingehauen. Oh, Materialien, Rosen... Matrosenarmreif, nicht Rosenarmreif. Hallo? Ich kann nicht craften, während ich am Chocobo sitze, oder was? Oh nein. Ihr Biester, wo seid ihr? Schockanfällig. Seltene Toner, du Spezies identifiziert. Rufe Datenverzeichnis auf. Während dieser Jahreszeit kritisieren die Toner durch die Juno-Region, um einen Brutplatz zu finden. Sie bauen ihre Nester weit ab von menschlichen Siedlungen und sie hören auf ihre Jungen groß. Die Aufgabe der männlichen Tonadus ist unter anderem die Nahrungssuche. Um Futter für stets hungrigen Jungen zu beschaffen, begeben sie sich jedoch auch in die Nähe von menschlichen Behausungen und schrecken selbst vor anderen Hühnern zurück. Wegen Junons Ausbau durch Shinra verloren sie einen Großteil ihres Lebensraums, weshalb sich die Attacken in letzter Zeit häufen. Sturmwarnung! Um nicht als Mitbringsel für die Küken zu enden, ist bei der Datenerhebung vorsichtig. Ich zähle auf dich. Arbeiten wir im Team. Geht los! Bei sonstiger Luftbringe wird kein Auge trocken. Ach scheiße, das war ja Aerith. Komm schon! Okay. Der ist für dich! Achtung, Sturmwarnung! Wieso? Alter, mach dir mal auch Schaden! Guck's dir mal an! Was mach ich nur? Alles dreht sich! Lass mich mal! Pause. Dann übernimm! Ich heb auf dich an! Daher wird schon was einfallen! Alter! Flieg! Ah.
Ich mach das. Dieser Drecksvogel. Geht's noch? Es macht Spaß, diesem Kampf zuzusehen. Ein Sturm, sieh auf! Keinen kommen! Und los! Verzieh dich! Hier! Ja. Oh, du Schwein! Das war doch schon mal nicht schlecht! Mach ihn schockanfällig? Hab ich doch! Können wir auch später noch nachholen? Ich hab ihn doch schockanfällig gemacht! Okay, ich weiß auch nicht. Aber der war doch... Der ist doch anfällig dagegen. Na komm, egal. Ist egal. Das machen wir später alles. So, dann... Was war hier eigentlich nochmal? Den Weg zur Hütte. So, was ist denn die Hütte? Geht's da rauf? Ja. Holen wir erstmal die Ersatzteile jetzt. Wie viele Rubine? Alter, die sind doch so teuer, dachte ich. Nee, geht's da nicht hoch? Nee. Die Schwierigkeit zieht ganz schön an hier, muss ich gerade mal feststellen. Oder ich bin einfach zu schlecht für die Kämpfe. Oh, wieder eine Eule. Guck mal, so ohne Halt irgendwie. Nur die Krallen. Krass. Ich weiß doch, Ramo war auch, oder Leviathan war richtig hart, der Kampf. Aber Titan ging jetzt eigentlich. Das war wirklich nur diese eine dumme Fähigkeit, die mich dann komplett zerrissen hat. Oh, was ist das hier nochmal? Vesperkunde. Der Phönix. Kick it! In Junon gibt es einen Schein für die Espa Phönix. Bei Feuer denken die meisten Leute an Ifrit. Doch auch Phönix ist keinesfalls zu unterschätzen. Während Ifrits Inferno den Gegner bei lebendigem Leibe röstet, bringen die Flammen dieses Feuervogels Leben hervor. Sicher fühlen sie sich sehr angenehm an. Okay. Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht als Espa gegen Titan. Weil Gegenstände nicht nutzen können, ist schon ein bisschen kacke. Und das dumme Phönix kann fliegen, da brauche ich dann eher Barret, schätze ich mal. Quadrat, Quadrat, Dreieck, Dreieck, okay. Oh, schöner Vogel. Es wird bestimmt noch schwerer, du. Mit der Zeit. Sehr gut. So, ich frag mich ja, wann ich wieder zurück kann, weil ich merke halt echt, dass das fehlt. So ein bisschen die anderen. Und ihr glaubt aber selbst, dass ich da den Titan noch schwächer mache, ne? Ich bin vielleicht eigentlich ganz gut in sowas, aber vielleicht eigentlich auch nicht. Wer weiß. Vielleicht eigentlich nicht. Ich mag eigentlich solche rundenbasierten, also ja, solche Action-rundenbasierten Kämpfe, wie auch immer. Jetzt stelle ich mal vor, falls ihr das Haupt-, also das Originalspiel nicht kennt. Da gab es nur rundenbasiertes. Man musste immer warten, bis der Balken voll ist, dann konnte man was machen. In der Zeit hat der Gegner vielleicht eine verheerende Attacke gestartet, dann warst du dran. Und ja, das war schon heftig. Da konnte einen so ein Angriff des Gegners mal killen. Gerade bei großen. Ja, bei den Ultimate Weapons hier. Er ist ja gut, du machst mich ganz kirre.
Plom. Plom. Plim. Wir haben jetzt schon die Hälfte und ich habe noch gar nicht so viel gemacht. Die Graslande waren auf jeden Fall größer, finde ich. Schon wieder Chadley. Cloud, ich habe mir den Lebensstrom einmal genauer angesehen. Dabei konnte ich den Fundort eines Synthesechips aus Republikzeiten lokalisieren. Er liegt inmitten von zerstörten Trümmern aus der Republikzeit, in unmittelbarer Küstennähe. Die Gegend wurde beim Krieg gegen Shinra schwer in Mitleidenschaft gezogen und ist übersät mit Kratern. Gebt Acht, wo ihr hintretet, wenn ihr dort seid. Okay. Oh. Ah, das würde ich jetzt eigentlich gerne noch machen, aber dafür ist die Zeit nicht mehr da. Leute, wir machen jetzt leider Schluss. Das war's für den Part. Ich habe es bald geschafft, für den Urlaub genug aufzunehmen. Einer noch, dann kann ich endlich mal Pause machen mit Aufnehmen. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, für die Likes, die Comments und wir sehen uns zu Final Fantasy VII wieder. Bis dann, tschüss.